grüßt euch. Das ist der Monti, Michael. Habe die Ehre. So, was machen wir heute? Wie ist es zwar nicht so schön. Für den April ist es kalt. Aber ein bisschen was kann man schon machen. Ich bin mal wieder an meinen Platz gekommen. Ja, da schaut so auch ein bisschen aus. Ein bisschen was etwas durcheinander gekommen da anscheinend. Aber ein bisschen was machen wir schon. Naja. Ich habe jetzt halt gesehen, dass da noch andere Bewohner da gibt. Anscheinend sind da Biber am Werk. Naja, schauen wir mal. Was kommt jetzt da her? Da kommen wir mal Motocross-Fahrer. Ja, die wollen auch einen Spaß haben. Schauen wir mal, ob wir einen Biber da finden. Ja, saubere Arbeit hat der da geliefert. Das nenne ich mal einen Damm. Nicht schlecht. Halleluja. Drum hat es da jetzt die ganze Zeit Überschwemmung. Ja, fleißige Tiere, kann man nichts sagen. So, na Maki. Haben wir jetzt schon wieder Leckerli, gell? Ja. Freunde, das erste, was ich euch zu euch sagen kann, das ist erstmal Danke für die vielen Abos. Das letzte Mal, wie ich drauf geschaut habe, Vormittag, das waren 114 Abonnenten. Das ist schon sehr, sehr überraschend für mich, weil wenn ich überlege, ich habe jetzt erst Mitte Dezember angefangen mit dem ersten Film und hätte nie gedacht, dass ich überhaupt einmal auf so eine große Menge von 114 Abonnenten überhaupt komme. Danke für die ganzen netten Kommentare, für die Tipps, was ihr mir immer gegeben habt. Und für mich ist es ein Ansporn, weiterzumachen. Und ja, danke einfach dafür. Eine Challenge will ich noch nicht machen. Ich habe mir gedacht, meine Challenge werde ich so ja, mit 250 oder 300 Abonnenten mal machen. Dafür lasse ich es aber dann richtig krachen. Da lassen wir schon was Tolles einfallen. Vor allem hoffe ich, dass bis dahin auch das Wetter schon wärmer ist, dass die Schwimmwetter, Bushcrafter auch rausgehen. Und habe schon eine Idee, was ich machen lasse. Und haben wir noch Zeit dahin. Tja, was habe ich heute zu machen? Ich habe mir meinen Tisch geholt. Die Mörtelwandel. Und ich weiß von den Bavarian Rangers, die wollen wissen, wie man Feuer macht. Und das könnte man leicht machen, weil ich will mir sowieso einen Kaffee machen, also machen wir uns ein bisschen auf Feuer. Ne? Also bis gleich. So, meine große schiefe Birke. Da fällt mir was ein. Birkensaftzeit. Kann man ja gleich mal ein bisschen was zapfen. Der steckt gerade richtig gut. Kann man gleich mal ein bisschen was rauszapfen. Im Wasser steht auch noch. Da müsste eigentlich richtig viel Wasser kommen. Schauen wir. Muss man da das Messer ganz tief bis ins Holz reinkriegen. Natürlich bei so alten Bäumen ist das ein bisschen schwieriger, weil die Rinden voll tief ist, weil man muss direkt ins Splintholz reinkommen. Und das ist natürlich bei so Dirken ein bisschen schwieriger. Aber jetzt kommt der Saft schon. Bin schon raus. Wenn ich da richtig rein tut. Das soll noch einer sagen, am Morgen kann man für so härtere Aufgaben nicht hernehmen. Läuft schon. So, gehen wir ein bisschen zurück. Jetzt nehmen wir so Stecker. Kannst ein bisschen auslaufen lassen noch. Oh, ein bisschen grüßen. Ein kleines Pflaster.
aus. Kriegt man ja nicht unbedingt trinken. So, ein bisschen laut laufen. Da sieht man es, wie es tropft. Seht ihr es? So. Jetzt müssen wir schauen. Und das da unten bringen. Jetzt nimmt man ein Paracord oder irgend sowas, dann kann man sich das ohne picken. Ja, ja, Maki, du möchtest jetzt wieder Leckerlis, gell? So, Freunde, ich wollte jetzt wissen, was für Zunder ich verwende, warum das ich es verwende und so. Also, für Zunder gibt es verschiedenste Sorten. Mein Lieblingszunder ist die in Vaseline vermischte Baumwolle. Die habe ich auch immer in meine Ü-Eier mit dabei. Ja, das ist nichts zum Essen, David. Maki, ne, die kennt ihr. Nein, das ist nichts für dich. Gehen wir da weg. So, viele Hackerbuschcrafter sagen, ja, das ist kein Zunder, das ist kein natürlicher Zunder. Da sage ich allerdings klar dagegen. Es ist wahrscheinlich der Zunder, den was wahrscheinlich jeder am meisten dabei hat. Vielleicht nicht offensichtlich, aber ich behaupte mal, jeder hat irgendeine Klamotte an oder Unterhose oder Socken. Und woraus ist es gemacht? Aus Baumwolle. Und wenn man jetzt das ganz klein auffedert, hat man solche Baumwolle immer dabei. Ich glaube, keiner geht nackt raus. Und deswegen sage ich, den Zunder, der ist legitim. Den hat man immer dabei. Bloß ich sehe nicht ein, warum, dass ich jetzt mal meine Hose, meine Socken oder irgendwas zum Anziehen kaputt machen soll, bloß dass ich eine Baumwolle kriege. Die kann ich also auch hernehmen. Es reicht, wenn ich weiß, wo ich Baumwolle herbekomme. So, was kann man noch verwenden als Baumwolle? Außer Baumwolle. Als Zunder. Ach, es gibt so viele Sachen. Es gibt zum Beispiel Weidenröschen. Die kennt ihr. Pagumi hat es mal gezeigt. Die aufgesprungenen Fruchtkapseln, die sind brutal. Also ich habe die immer gesammelt, immer wenn ich so Weidenröschen finde, dann sammle ich mir die welche, kennt ihr, Kaugummi, und dann über der Heizung brennt genauso gut wie Baumwolle. Also ist wirklich guter Stoff. Dann gibt es natürlich noch andere natürlichen Zunder, das kennt ihr, Kinspan, haben wir jetzt schon ein paar Mal geholt. Was kein natürlicher Zunder ist, aber was auch eigentlich immer brennt, das ist Magnesiumstaub. Ist allerdings nicht leicht zu handeln, also ich tue mich da auch mir schwer. Man muss da schon wirklich einen guten Teelöffel voll abschaben davon, dass das funktioniert. Ist schon Funkenstahl auch schon mit eingebaut. So, was gibt's noch? Ich sage immer, Zunder ist für mich das wichtig, was ich draußen haben kann, was ich dabei haben könnte. Dazu zählt zum Beispiel auch Alkohol. Alkohol ist zum Beispiel etwas, das, was man eigentlich schon dabei haben sollte, wenigstens zum Saufen, sondern es hat auch noch mehr Möglichkeiten. Man kann damit desinfizieren, man kann es als Feuerbeschleunigung verwenden. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen Arbeitskollege von mir, der ist in Russland, in Sibirien als Trucker unterwegs gewesen, der hat mir erzählt, ja, sind nicht unter 25 Liter Wodka losgefahren. Dann habe ich gesagt, ja, sauft sie ja so viel? Sagt er, nein. Weil wenn es mal 40 Grad minus hat, ist Wodka das Einzige, was noch bei den Temperaturen brennt. Und ich habe hier auch mal was für euch. Das ist für die, die was weder Kinnspan noch sonst was, irgendwie keine Kiefern finden, die was eigentlich wenig mit was zum Anfang ist das. Das hier, das sind so kleine Laborgläschen. 50 Milliliter habe ich mal auf Amazon gekauft, sind gar nicht teuer, ich glaube 2,50 Euro, 10 Stück. Kann man für alles Mögliche verwenden, Gewürze und so kann man damit auch transportieren. Und ich habe dann Spiritus reingetan. Und in diesen Spiritus habe ich so kleine Hölzchen drin. Die sind knochentrocken gewesen und die sind jetzt da drin 14 Tage lang drin gelegen. Und das ist besser wie der Kinnspan. Und
Das werde ich dann jetzt für meinen Hobokocher verwenden, damit du siehst, dass das ziemlich brennstoffsparend ist. Für die Leute, die was jetzt noch nicht unbedingt einen Trangier oder sowas kaufen wollen, würde ich euch mal zeigen, dass man trotz Spiritus auch ein relativ langes Brennergebnis herbekommt. Was gibt es da noch so? Nicht bloß das. Harz ist zum Beispiel sehr wichtig. Harz findet man meistens auch auf Kiefern. Kiefern, wenn man gewonnen hat, wenn man gefunden hat, dann hat man schon praktisch schon gewonnen. Harz, das ist mit sehr viel Terpentin drinnen. Ist ein Universalklebstoff, kann man teilweise sogar als Kaugummi verwenden. Also ist schon sehr nützlich, Harz. Und das, wenn man jetzt in so ein Feuer reintut, dann verlängert das Feuer sehr lange. Und auch wenn jetzt Holz etwas feucht ist, kann es trotzdem sehr gut weiterbrennen damit. Ja, dann will ich euch da nochmal zeigen, wie man da mit meinen Alkoholsticks Feuer macht. Aber da muss ich erst einmal das Handy wieder auf ein Stativ raufbringen. Er brennt. So, dann kann man natürlich, wenn er was über hat, wieder auffüllen. Kommt es wieder rein da. So. Wenn natürlich jetzt dieser schon so brennt, dann ist es was Leichtes, dass man jetzt da normales Holz raffelt. Dann brennt es auch wieder weiter. So, machen wir uns einen Kaffee. Was auch noch ein perfekter Zunder ist, es ist draußen an jungen Birken dieses papierige Zeug da. Das ist der absolut perfekte Zunder. Das dürft ihr ruhig vom Baum runternehmen, aber nur das papierige, das was ich eh ablösen würde. Das brennt wie Sau. Das ist perfekt. Das tut aber am Baum nichts, weil das wird sich ja sowieso ablösen. Das wäre jetzt ein guter, natürlicher Zunder. Okay. Seht ihr, wie es ausschaut? Alles klar. So, Hobo ist wieder aus. Also Volker, muss dich nochmal loben. Dein Hobo funktioniert. 1A. Ganz großes Kino, wie der gern funktioniert. Ein bisschen Kienspann haben wir auch noch gefunden. Ein paar schöne Stücke. So, muss ich euch gleich mal nachschauen, was jetzt aus meinem Birkenwasser geworden ist. Ich habe ein bisschen Durst. Die Kinder haben auch schon die ganze Zeit immer getrunken, weil die habe ich heute auch mit. Nur mal. Ja, schau mal einen an. Ja, was so auf eine halbe Stunde wieder zusammenkommt. Naja. Über Leitungswasser. Ja, für die Bavarian Rangers, ich hoffe, das hat euch mit dem Feuermachen gefallen. Ich habe euch mal eine Alternative gezeigt zu den ganzen Kienspannen, was es halt so gibt. Und natürlich ein Zunder. Beim Bushcraften, finde ich, geht es ja nicht einmal so, dass man irgendwie strikt nach irgendwelchen Regeln arbeitet. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, es soll euch Spaß machen. Und wenn er sagt, euch ist das zum Blöd, dass er irgendwie natürlichen Zunder sammelt, dann nimmst du halt einen anderen Zunder her. Wo ist das Problem?
Es geht eigentlich beim Buschkraft nur um das, draußen zu sein, Spaß zu haben und die Natur wieder zu entdecken. Und ich kann bloß sagen, ich habe meinen Weg wieder gefunden im Wald und ich merke, es tut mir richtig gut und ich kann es jedem anderen nur empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal wieder rein. Servus, sagt der Michael, pfiat euch.